Geld verdienen, ohne hart dafür arbeiten zu müssen, wer möchte das nicht? Die meisten Menschen träumen davon, schnell reich zu werden und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Doch den wenigsten gelingt dieser Schritt tatsächlich. Wer glaubt, sich durch das Aufbauen von passivem Einkommen in kürzester Zeit ohne jegliche Anstrengung großen Reichtum zu verdienen, der wird enttäuscht werden. Denn ohne auch nur einen Finger zu rühren, lässt sich einfach kein Geld verdienen. Wer jedoch Geduld mitbringt und irgendwann finanziell unabhängig sein will, für den sind passive Einkommensquellen genau das Richtige. Mit diesen kann man sich ideal finanziell für die Zukunft absichern. Vor allem Gründer und Selbstständige, die sich neben ihrem Hauptberuf ein Zusatzeinkommen aufbauen möchten, kann passives Einkommen eine gute Einkommensquelle darstellen. Denn auch mit wenigen Stunden pro Woche lässt sich bereits ein ordentlicher Nebenverdienst als passives Einkommen generieren. Finanzielle Freiheit ist ein Zustand, den nur die wenigsten erreichen. Deswegen stelle ich dir heute 25 Möglichkeiten vor, wie du ein passives Einkommen generieren kannst. Doch zunächst möchte ich mal klären, was passives Einkommen als Zweiteinkommen überhaupt darstellt. Passives Einkommen wird häufig als Geld definiert, das du auch im Schlaf oder im Urlaub schnell verdienen kannst, ohne aktiv arbeiten zu müssen. Das ist bei passiven Einkünften auch nicht vollkommen abwegig. Oft wird aber bei der Definition vergessen zu erwähnen, dass du vorher sehr viel Zeit und Arbeit investieren musst. Erst dann hast du die Möglichkeit, passives Einkommen aufbauen zu können und davon zu profitieren. Im Gegensatz zur Ausübung eines konventionellen Berufs besteht bei einer Generierung passiven Einkommens kein klares Verhältnis zwischen Zeitaufwand und Ertrag. Der große Vorteil laut Definition dabei ist, dass du mit geringem Aufwand ein Vielfaches des Gewinns erzielen kannst. Damit lässt sich dann ebenfalls ein Cashflow generieren. Auch wenn du am Anfang viel Zeit und Engagement investieren musst und vermutlich wenig Geld dafür bekommen wirst, so wird sich das zu einem späteren Zeitpunkt definitiv auszahlen. Dann kann selbst Geld auf dein Konto fließen, wenn du die Tätigkeit als Zweiteinkommen gar nicht mehr ausübst. Der Begriff passives Einkommen lässt sich laut Definition in zwei Kategorien unterteilen: das Portfolioeinkommen und das äußere passive Einkommen. Beim Portfolioeinkommen wird zunächst eine gewisse Geldsumme für passive Einkünfte investiert. Ein Beispiel hierfür wäre das Investieren in Aktien. Das bedeutet jedoch, dass du ein gewisses Startkapital brauchst. Im Gegensatz dazu steht bei der zweiten Variante nicht das Investment im Vordergrund, sondern der zu vollbringende Arbeitsaufwand. Als Beispiel kann das Schreiben eines E-Books aufgeführt werden. Wir wissen nie, welches Schicksal uns im Leben ereilt und ob wir unseren Job bis zur Rente ausüben können. Deswegen ist es ein sinnvolles Ziel, sich frühzeitig eine passive Einkommensquelle als zweites Einkommen zu suchen. Auf diese Weise kann sich jeder finanziell absichern und ein passives Einkommen aufbauen. Was sind denn Einkommensquellen? Um planen zu können, welche Einkommensquellen sich für passives Einkommen eignet, lohnt es sich zunächst den Begriff Einkommensquelle näher zu betrachten. Denn generell existieren drei verschiedene Einnahmequellen, um Vermögen aufzubauen. Punkt Nummer 1, Einnahmen aus Erwerbsarbeit. Das bedeutet, durch geleistete Arbeit wird Geld und dadurch eine Einkommensquelle geschaffen. Punkt Nummer 2, Transfereinnahmen. Dabei handelt es sich um Einnahmen, für die ein Empfänger keine Leistung erbringt. Dazu gehören zum Beispiel auch soziale Transferzahlen vom Staat, die private Haushalte ohne Verpflichtung zu einer Gegenleistung erhalten, wie zum Beispiel das Kindergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld 2, Wohngeld, Sozialhilfe oder Ausbildungsbeihilfen. Punkt Nummer 3, Einnahmen aus Vermögen. Das heißt, aus einem bestehenden Vermögen entstehen Pachteinnahmen oder Zinsen, beispielsweise bei der Vermietung einer Immobilie oder einem Sparbuch. Neben diesen Einnahmequellen existieren jedoch noch viel weitere Möglichkeiten für passives Einkommen, die in den klassischen Möglichkeiten des Einkommens oftmals nicht auftauchen. Was ist aktives Einkommen? Dem passiven Einkommen steht das aktive Einkommen gegenüber. Während man passives Einkommen auch generieren kann, während man keine Tätigkeit nachgeht, muss man für aktives Einkommen eben aktiv etwas tun. Dies bezeichnet also die Art der Erwerbstätigkeit, der die meisten Menschen nachgehen. Ungefähr 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche erscheinst du auf deiner Arbeit und erledigst deine Aufgaben und wirst entsprechend dafür entlohnt. Passives Einkommen klingt im ersten Moment durchweg positiv, jedoch sollte man auch daran denken, dass es ebenfalls einige Nachteile mit sich bringen kann. Im Folgenden will ich dir deswegen die Vor- und Nachteile für passive Einkünfte nennen, damit du selbst entscheiden kannst, ob diese Methode beim Geldverdienen die richtige für dich ist. Vorteile bei passiven Einkünften: zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, da du es dir größtenteils aussuchen kannst,
wann und wo du arbeiten möchtest. Mehr Freizeit, da der Geldstrom irgendwann bei diesem Zweiteinkommen von alleine fließt. Finanzielle Sicherheit durch dauerhaftes Einkommen. Du bist nicht von anderen Menschen abhängig. Kommen wir mal zu den Nachteilen von passiven Einkünften. Die Einnahmen können je nach Tätigkeit stark variieren. Viel Selbstdisziplin ist für das Zweiteinkommen notwendig. Passives Einkommen ist nie zu 100% sicher. Und je nachdem bedeutet es auch für dich viel Verwaltungsaufwand. Vorgehensweise, um passive Einkommensquellen zu erschließen. Um die richtigen passiven Einkommensquellen zu finden, solltest du folgende Vorgehensweise anwenden. Recherchiere zunächst verschiedene Möglichkeiten, um passiv Geld zu verdienen. Suche nach Wegen und Ideen, die auch wirklich zu deinem Lebensstil passen. Grenze deine passiven Nebenverdienstmöglichkeiten auf 3 bis 5 Optionen ein. Finde heraus, welche passiven Einkommensquellen für dich gut umzusetzen sind und gut funktionieren. Und lege eine Excel-Tabelle an, in der du jede Woche festhältst, wie es um deine Ausgaben und Einnahmen steht. So hast du einen Überblick darüber, ob sich deine Möglichkeiten rentieren und ob du einen Einnahmenzuwachs feststellen kannst. Führe ein Notizbuch, in dem du dir aufschreiben kannst, welche Wege zum Geldverdienen du bereits ausprobiert hast und welche du als Zweiteinkommen aussortieren kannst. Rechte und Gesetze für passives Einkommen. Egal durch welchen Nebenjob oder welche Geschäftsidee du ein passives Einkommen generierst, du musst die Einnahmen als Zweiteinkommen gegenüber dem Finanzamt angeben. Dafür fragst du am besten beim Finanzamt nach, wie du dein zweites Einkommen angeben und versteuern musst. Außerdem kann es vereinzelt sinnvoll sein, eine Nebentätigkeit als eigenes Gewerbe anzumelden, für das du die Einnahmen und Ausgaben getrennt verwaltest. Zudem sind möglicherweise auch bestimmte gesetzliche Voraussetzungen zu erfüllen, wenn du zum Beispiel mit Kosmetik oder Lebensmitteln ein passives Einkommen erwirtschaftest. Aber auch die Nutzung deiner Wohnung ist nicht immer als Büro für dein Zweiteinkommen möglich. Denn sobald du einer gewerblichen Tätigkeit nachgehst und sei es nur am Wochenende, brauchst du die Genehmigung deines Vermieters. Insgesamt lohnt es sich, beim Gewerbeamt oder deiner Gemeinde nachzufragen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie sich ein passives Einkommen generieren lässt. Gerade durch das Internet kann man zudem viele Tätigkeiten bequem von zu Hause aus erledigen. Das ist besonders in Zeiten der Corona-Krise sehr praktisch, da viele Menschen mehr Zeit haben, sich mit dem Thema passive Einkünfte zu befassen und so die Möglichkeit haben, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Heute stelle ich dir somit 25 Möglichkeiten vor, um ein zweites Einkommen für dich aufzubauen. Möglichkeit Nummer 1, ein Buch schreiben. Bücher sind einer der klassischsten Wege, um sich ein passives Einkommen aufzubauen. Diese sind im Vorfeld mit viel Arbeit und Einsatz von Kreativität verbunden. Sind sie dann aber fertig, können sie sich noch Jahre später weiterverkaufen und du kannst so ein passives Einkommen generieren. Tipp Nummer 2, Workbooks. Workbooks sind Arbeitshefte, die als digitale und Printvariante verkauft werden können. Sie sind mit Aufgaben gefüllt, die vom Käufer gelöst werden können. Beispielsweise lässt sich mit ihnen eine neue Sprache lernen. Wie Bücher auch erfordern Workbooks im Vorfeld viel Aufwand, können dann aber je nach Thema an eine große Zielgruppe verkauft werden. Tipp Nummer 3, Stockfotos verkaufen. Wenn du gerne fotografierst und Bilder bearbeitest, kann der Verkauf von Stockfotos die ideale Verdienstmöglichkeit sein. Es gibt mittlerweile viele Plattformen, auf denen Bilder zum Kauf und Verkauf angeboten werden. Hier kannst du deine Bilder hochladen und bekommst pro verkauften Bild eine Gewinnbeteiligung. Das gleiche gilt auch für Stockgrafiken. Tipp Nummer 4, Zinsen und Dividenden. Auch wenn die Zinsen und Dividenden schon ewig im Keller sind, gibt es einige Möglichkeiten, wie du trotzdem mit ihnen Geld verdienen kannst. Ein Beispiel ist, das Geld auf einem Festgeldkonto zu legen, da es dort höhere Zinsen gibt. Auch im Handel mit Aktien und Wertpapieren oder Fonds und ETFs kann sich ein passives Einkommen aufbauen lassen. Hier sollte man sich aber intensiv mit dem Thema beschäftigen. Tipp Nummer 5, sogenannte Nischenseiten. Wenn du dich mit einem Thema auskennst, was nicht unbedingt besonders populär ist, kannst du zu diesem eine Webseite erstellen. Das kann beispielsweise ein Blog sein, auf dem du über dieses Thema schreibst. Passives Einkommen verdienst du dann mit Werbung, Affiliate-Links oder Kooperationen. Punkt Nummer 6, Audiodateien.
Audiodateien können beispielsweise dein Buch als Hörbuchversion, Musikaufnahmen deiner Hobbyband oder spezielle Soundeffekte sein. Alle diese Dateien lassen sich gut weiterverkaufen und sich damit ein passives Einkommen generieren. Auch mit Podcasts ist das möglich, wenn du mit anderen Unternehmen zusammenarbeitest und in deinen Podcast-Folgen Werbung für deren Produkte machst. Punkt Nummer 7: Wohnung untervermieten. Wenn du über eine längere Zeit verreist oder ein Zimmer frei hast, kannst du auch mit deiner Wohnung Geld verdienen. Das geht besonders gut, wenn du in einer Stadt wohnst, in der regelmäßig große Messen veranstaltet werden. Zu dieser Zeit sind oft alle Hotels ausgebucht und viele Menschen suchen nach Übernachtungsmöglichkeiten. Plattformen wie Airbnb machen es möglich, dass du deine Wohnung zur Untervermietung zur Verfügung stellst. Dies musst du aber unbedingt mit deinem Vermieter vorab klären. Punkt Nummer 8: Immobilien. Nur der Besitz von Immobilien lässt sich noch kein passives Einkommen generieren. Interessant werden Immobilien als Einnahmequelle erst dann, wenn du sie nicht selbst nutzt, sondern an andere weitervermietest. Regelmäßige Mieteinnahmen generieren dir einen relativ hohen Einkommensstrom. Hier sind Renditen um die 5% möglich. Dies setzt natürlich voraus, dass du es dir leisten kannst, in Immobilien zu investieren. Punkt Nummer 9, den Blog bzw. die Webseite monetarisieren. Hast du eine eigene Webseite oder einen Blog, solltest du dir nicht die Möglichkeit entgehen lassen, mit diesem passives Einkommen aufbauen bzw. generieren zu können. Beispielsweise kannst du Werbebanner platzieren oder mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten und deren Produkte bewerben. Am besten funktioniert das natürlich mit Produkten, die zu deiner Webseite auch passen. Punkt Nummer 10, private Kredite. Online gibt es zahlreiche Plattformen, auf denen Nutzer von Privatpersonen Kredite bekommen können. Hast du also bereits ein gutes Kapital zur Verfügung, können solche Plattformen durchaus interessant für dich als Geldgeber sein. Denn hier kannst du sehr attraktive Zinsen ausgezahlt bekommen, die sich auf Dauer durchaus rentieren. Tipp Nummer 11. Apps und Software entwickeln. Dieser Tipp ist zugegebenermaßen etwas spezieller. Er setzt voraus, dass du dich mit dem Programmieren und Entwickeln von Apps und Software auskennst. Entweder weil du beruflich oder privat damit in Kontakt kommst. Wenn du dann eine Idee hast, die den Nutzern einen Mehrwert bietet und diese in Form eines Programms umsetzt, lässt sich mit Apps gutes Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Punkt Nummer 12: Dein Auto vermieten. Nicht nur deine Wohnung kannst du an andere vermieten, auch dein Auto kannst du anderen zur Verfügung stellen, wenn du es nicht häufig brauchst und passive Einkünfte generieren. Anbieter wie GetAround machen dieses Zweiteinkommen möglich. Du meldest dich einfach auf der Plattform an und stellst ein, wie viel es den Nutzer pro Stunde kosten soll, wenn er dein Auto nutzt. Punkt Nummer 13, Crowdinvesting bzw. Crowdlending. Crowdinvesting und Crowdlending sind ebenfalls Möglichkeiten, ein passives Einkommen zu generieren, die jedoch mit einem gewissen Risiko verbunden sind. Bei Crowdinvesting wirst du für einen gewissen Zeitraum Teilhaber eines Unternehmens, in das du ein gewisses Kapital investierst. Am Ende oder während des Zeitraums kriegst du dann Zinsen ausgezahlt. Crowdlending hingegen bedeutet, dass Unternehmer oder Privatpersonen von einer Masse von Menschen viele kleinere Geldbeträge einsammeln. Diese werden nach Ablauf einer gewissen Frist zurückgezahlt. Punkt Nummer 14, Affiliate-Provisionen. Wenn du einen eigenen Blog oder eigene Website hast, kann sich Affiliate-Marketing sehr für dich lohnen. Das Prinzip ist einfach erklärt. Du empfiehlst deinen Lesern ein bestimmtes Produkt und verlinkst dieses zur Herstellerseite. Ein Beispiel, um mit Affiliate-Marketing passives Einkommen aufbauen zu können, ist der Online-Händler Amazon. Für jeden Kauf des Produktes, der über deinen Link erworben wurde, bekommst du eine Provision ausgezahlt. Tipp Nummer 15, digitale Infoprodukte wie E-Books. Digitale Infoprodukte wie E-Books haben den Vorteil gegenüber Printprodukten, dass sie keine Lagerkosten in Anspruch nehmen. Das spart dir wiederum eine Menge Geld. Zudem können sie sich beliebig oft reproduzieren lassen, ohne dass weitere Kosten entstehen. Für das Publizieren von E-Books brauchst du nicht mal zwingend einen Verlag, da dir Plattformen wie Amazon die Möglichkeit bieten, das Buch mit Eigenverlag zu veröffentlichen. Punkt Nummer 16, YouTube-Videos. Es gibt kaum ein Thema, zu welchem nicht schon mal ein Video auf YouTube gedreht wurde. Und das zu Recht, denn mit YouTube lässt sich auch sehr gut passives Einkommen aufbauen. Wenn du beispielsweise handwerklich begabt bist oder andere Fähigkeiten hast, mit denen du anderen helfen möchtest, kannst du darüber ein Video drehen und hochladen. Geld verdienst du dann, wenn du vor dem Video Werbung laufen lässt oder während des Videos einen Werbebanner einblendest. Punkt Nummer 17, Dropshipping. Mit dem Dropshipping-Prinzip lässt sich sehr gut als Händler passiv Geld verdienen. Es wird ein Online-Shop eröffnet, auf dem Produkte anderer Händler verkauft werden. Durch automatisierte Verkaufsprozesse läuft der Shop auf lange Sicht selbstständig und kann einen Cashflow generieren. Normalerweise werden Produkte vom Großhändler zum Händler geschickt. Dieser Schritt entfällt und Versand wird vom Hersteller persönlich übernommen. Tipp Nummer 18, Amazon FBA.
Amazon FBA Fulfillment bei Amazon bietet jedem die Möglichkeit, seine eigenen Produkte als passive Einkünfte bei Amazon zu verkaufen. Wenn du also etwas herstellst, sei es nur T-Shirts, Poster oder Schlüsselanhänger, kannst du es effizient weiterverkaufen. Amazon übernimmt dabei die gesamte Logistik, sodass dir bei diesem Zweiteinkommen viel Arbeit abgenommen wird. Tipp Nummer 20, einen Blog kaufen. Du musst nicht immer selbst einen Blog erstellen. Es kann sich in einigen Fällen viel mehr lohnen, einen Blog mit sehr gutem Traffic zu kaufen. Dieser generiert dir dann durch dort ausgespielten Werbeanzeigen und Banner ein passives Einkommen. Als grobe Regel lässt sich sagen, dass sich Blogs für das 24-fache ihres monatlichen Ertrags verkaufen lassen. So kannst du auch einen Blog kaufen, den Traffic aufbessern und ihn für einen höheren Betrag wieder verkaufen. Punkt Nummer 21. Investitionen in REITs. Immobilien zu kaufen und weiter zu vermieten ist eine Möglichkeit, um Einkommen zu generieren. Du kannst Immobilien aber auch auf eine noch passivere Weise für dich nutzen, mit Hilfe von REITs, Real Estate Investment Trusts, also Investmentfonds für Immobilien. Kannst du höhere Dividenden als beispielsweise mit Aktien erzielen. Deine Fonds werden von Fachleuten verwaltet und du kannst sie jederzeit wieder verkaufen. So lässt sich ebenfalls gut ein passives Einkommen aufbauen. Tipp Nummer 22, Garagen vermieten. Neben Wohnungen und Häusern lassen sich auch Garagen kaufen und vermieten. Besonders in Großstädten wie Köln, Hamburg, Berlin und München sind die Parkplätze sehr knapp und der Stress der Menschen hoch, wenn sie ewig nach Parkplätzen suchen. In solchen Großstädten bietet es sich an, Garagen und Stellplätze für Autos zu kaufen und zu vermieten. Punkt Nummer 23, und da wirst du jetzt wahrscheinlich etwas schmunzeln, Influencer werden. Influencer zu werden klingt vielleicht kompliziert, ist es im Grunde aber nicht. Tatsächlich kann aber jeder Influencer werden, wenn er zu seinem bestimmten Thema sein Wissen und seine Ideen mit anderen Menschen teilt. Wenn du dich mit einem Thema sehr gut auskennst, kannst du mit Hilfe eines Blogs, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und weiß Gott noch, was es für Social Media Kanäle gibt, dein Wissen an andere weitergeben. Sobald du viele Menschen mit deinem Content erreichst, kommen in der Regel Unternehmen auf dich zu, die mit dir kooperieren wollen und durch die du zusätzliche Einnahmen erzielen kannst. Auch Affiliate Marketing kannst du als Influencer sehr gut für dich nutzen. Punkt Nummer 24, Werbung auf deinem Auto. Auch dein Auto kann als Werbefläche dienen und dir so ein zusätzliches Einkommen generieren. Auf Plattformen wie Carexy kannst du ein Bild von einem Auto einstellen und den Preis festlegen, wie viel du für die Werbung haben möchtest. Interessenten kontaktieren dich dann über die Plattform und schon wird dein Auto zum Werbeobjekt. Und der letzte Punkt von den 25 Einkommensströmen ist das Network Marketing. Beim Network Marketing handelt es sich um eine Form des Direktvertriebs. Dabei werden Produkte direkt an den Konsumenten vertrieben. Als Vertriebler versuchst du, andere Vertriebler zu finden, die diese Produkte ebenfalls verkaufen. Dadurch entsteht ein Netzwerk von Partnern, von dessen Verkäufen du selbst profitieren kannst. Ich weiß, nicht jeder Tipp wird dich ansprechen, aber genau deswegen habe ich auch einige vorgestellt, damit für fast jeden das Passende dabei ist. Wichtig ist, sich intensiv mit deinem Thema zu beschäftigen und noch wichtiger ist es, loszulegen. Denn wenn du in Schönheit stirbst und nicht ins Tun kommst, wird dich leider keiner dieser Tipps weiterbringen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du schon einen der sogenannten Tipps umsetzt und wie deine Erfolgsquote ist. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos zu verpassen. Jeden Sonntag um 20 Uhr, dein Immo-Tommy. Ciao.